auf in die Woche. Stresst mich schon wieder. Auch nach 30 Kriegsjahren, Dienstjahren, ich meine Dienstjahren, kann ich nicht gebrauchen. So, jetzt auf in die Schlacht, in die Klasse. Aber zackig. Guten Morgen, Klasse 6b. Guten Morgen, Klasse 6b. Na, 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 Ruhe bitte. Und du, pack dein Essen weg. Aber zackig. Gegessen wird in der Pause. So, Hausaufgaben fertig? Alle? Du nicht. Unmöglich. Warum hast du sie nicht gemacht? Ach, Ruhe, das habe ich alles schon zu oft gehört. Was soll denn aus dir werden? Bald kannst du professionell Bleistifte spitzen. So, zurück zum Wesentlichen. Ich habe eine Überraschung für euch. Na, gespannt? Aufgeregt? Wir schreiben einen Test. Hefte raus. Und Stifte raus. Und Ruhe. Bitte. Die sollen ruhig was leisten. Ich meine, es war Wochenende. Und wehe, es motzt einer. Oder guckt ab. Dann gibt's morgen gleich noch einen Test. Und wenn sie dann noch motzen, übermorgen noch einen. Und noch einen. Den ganzen Monat. Und wenn es sein muss, auch noch den ganzen Monat danach. Bis zu den Ferien. Aber alles zu ihrem Besten. Ich bin ja nicht der Feind. Ruhe bitte. So, die Hälfte zu. Aber zackig. Und du da an die Tafel. Wir wollen wiederholen. Was ist das bloß für eine Lautstärke? Ruhe bitte. Oh, deine Leistung. Ausbaufähig. Der nächste mit rosiger Zukunft. Es klingelt. Wildes Gemurmel, hektisches Einpacken. Ruhe! Ich beende die Stunde. Und das muss nicht nach einer Stunde sein. Das entscheide immer noch ich. Nur ich. So, und jetzt ab mit euch, auf den Hof. Frische Luft, aber zackig. Unterrichtsschluss. Lehrerversammlung. Tausendste Versammlung in meinem Leben. Unnötig. Braucht kein Mensch. Und ich sowieso nicht. Aber bitte, vor allem mit der Schubart, der Schulleitung, wie ich sie hasse. Kaffee und Kuchen stehen bereit, immerhin etwas. Ruhe bitte, wir wollen anfangen. Jetzt. Was soll das? Wir? Sie will anfangen. Ich nicht. Ich will Kuchen. Aber zackig. Na, Lernausgangslagen fertig? Her damit. War ja schließlich Wochenende. Zeit zum Kontrollieren. Wildes Gemurmel, hektisches Auspacken. Liebe Kollegen, Ruhe bitte. Und Sie? Meint Sie mich? Sind Sie vorbereitet? Querschnitt vorstellen. Jetzt. Scheiße. Sie meint mich. Ich schlucke. Hab's vergessen. Und jetzt zwingt sie mich vor versammelter Mannschaft. Ich meine, so eine blöde Kuh. Ich stottere herum, was mir einfällt. Viel ist es nicht. Was für eine Niederlage. Naja. Sie sieht mich an. Ihre Leistung? Ausbaufähig. Wie haben Sie bloß Ihr Studium geschafft? Und wie soll das überhaupt weitergehen mit Ihnen? Wenn Sie weiter so unvorbereitet sind, dann gehen Sie zukünftig das Kopierpapier kaufen. Ich bekomme mitleidige Blicke von den Kollegen. Also bitte, die habe ich auch verdient. Ich meine, so wie die mich hier bloßstellt. Ich muss sagen, ein bisschen fühlt sich's an wie früher in der Schule. Also demütigend ist es, frustrierend, verletzend, abwertend, bisschen bloßstellend. Ah, Ruhe! Nach 30 Jahren braucht man jetzt auch nicht mehr sentimental werden, oder? So schlimm war es ja nicht. Egal jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause, aber zackig.